Vielen Dank und Sie willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Löwen aus Frankfurt. Das Endergebnis war 2:5, Strafen sehr faires Spiel, Kassel 4, Frankfurt 8. Das Ganze vor 6.100 Zuschauern und damit ausverkauftem Haus. Bei mir begrüße ich die beiden Coaches, das ist Tim Keller als Head Coach der Löwen Frankfurt und unser Head Coach Rico Rossi. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast. Tim, few words about the game tonight and congratulations. Thank you very much. Frohe Weihnachten und guten Rutsch to all of us. This was a really important game for our team tonight. I thought we were very fortunate after the first period to be 1-1. I thought Kassel carried the play and were probably the better side. But I thought the second period was one of our best of the season. I thought we executed effectively. I thought our defensive gap was terrific. And we carried that over into an emotional third as well. So I think Rico has just done a tremendous job with this Kassel team. And I think both of our programs have been among the best in the DEL school over the last 8 or 10 games. So Rico, congrats on a job well done. But for our group, it's a great way to finish 2014. And we look to carry this momentum into the second half. Thank you very much. Thank you very much, Tim. Die Kurzversion von meiner Seite. Tim sagt, das erste Drittel ging an Kassel. Gut für Frankfurt gelaufen, dass sie mit dem 1-1 rausgegangen sind. Das zweite Drittel war dann eins der besten, was die Löwen Frankfurt in dieser Saison gespielt haben, aus seiner Sicht. Ja, das kann man wohl so sagen, war sehr ordentlich. Und im dritten Drittel ist das relativ souverän nach Hause geschaukelt. Er ist sehr zufrieden, dass er das Jahr so abschließen kann mit der Serie, die sie im Moment am Laufen haben. Kann man nichts anderes sagen. Nichtsdestotrotz geht auch ein Lob an Rico und die Kassel Huskies, der insbesondere Rico einen guten Job macht mit der Mannschaft, die Mannschaft selber einen sehr guten Job macht und genauso eine Serie hat, die jetzt bei uns mal kurz zu Ende ist, aber nur mal kurz. Rico, ich gebe das Mikro an dich weiter. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal Dankeschön, Tim. Aber nochmal, compliments only work if you're winning. Es ist schön, Lobs und alles. Aber habe ich lieber die 3 Punkte statt die Lob von dem gegnerischen Trainer. Trotzdem nehme ich diesen Lob. Thank you, Tim. Und muss ich auch sagen, gleichzeitig auch zu Tim und Frankfurt. Wir sind beide Aufstiegers. Wir sind zwei Mannschaften, das nicht nur sportlich, aber auch zuschauermäßig sind wir ein Markt. Genauso wie Frankfurt. Und das ist sehr schön zu sehen in dieser Region. Zum Spiel. Ersten Drittel hatten wir sehr gut gespielt, hatten wir eigentlich 2 oder 3 Tore führen können. Dann kommen wir aus und ich glaube, diesen Spättor im ersten Drittel hat uns ein bisschen, was ist nicht normal für unsere Mannschaft, nervt. Normalerweise kriegen wir was so, Beispiel gegen Nauheim und kommen wir so trotzdem raus auf die Kabine mit guter, konzentrierter Mannschaftsleistung. Aber das war nicht der Fall im zweiten Drittel. Und dann haben wir die 3-2 geschossen, habe ich gedacht, ja gut, das gibt uns jetzt die Schub jetzt in die letzten Drittel. Und haben wir das auch gesehen, die ersten 10, 12 Minuten bis zu dem 4-2 und dann das Spiel war vorbei an diesem Punkt. Die Mannschaft spielt ein bisschen müder im Moment. Wir sehen nicht diesen gleichen Vorchecking, das gleiche Aggressivität, das gleiche Zweikampf-Siegs, was wir sind schon gewohnt hier über die letzten 5 Monate. Aber das ist auch normal in so einer Phase mit so einem kleinen Kader. Die Zeiler hat zurückgekommen, hat ein paar Wechsels gespielt. Die Manu hat sie vom Fever und so wieder zurückgekommen. So, das sind keine Entschuldigungen, das sind Facts von wo wir sind in diesem Moment. Wir würden sicherlich nicht in Panik fallen. Das sind 2 Spiele jetzt, wo wir eigentlich in 3, 5 von den 4 oder 5 von diesen 6 Drittels gut gespielt hat und trotzdem keinen Punkt bekommen. Aber das ist auch zu erwarten in so einer Liga und gegen so einen Gegner, das im Moment hat einen super Lauf. Und ist einer von den schwersten Gegnern zu spielen gegen sie. Die spielen sehr aggressiv, die sind immer dabei, die haben keine Zeit, keinen Raum. Und das ist sehr schwer mit denen zu spielen. So, wünscht jeder einen guten Rutsch und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft ist in keinem Panik. Ich weiß vom Trainerstab, wir sind in keinem Panik und die Spieler selbst wissen,
dass die Mannschaft spielt mit dem gleichen System, dem gleichen Charakter, auch noch zwei Niederlagen wie noch zwei Siegs. Ja, vielen Dank, Rico. Gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Nö, gut. Fasse ich noch die Ergebnisse aus den anderen Partien zusammen. Eisel und Dresden gegen die Bietigheim Steelers im dritten Drittel 1-4. Lausitzer Füchse gegen den EV Landshut nach Overtime 3-4. Ravensburg Tower Stars gegen den EC Bad Nauheim im dritten Drittel 4-2. Eispiraten Grimmitschau gegen die Heilbronner Falken Endstand 5-0. Starbucks Rosenheim gegen den SC Rissersee. Da stand es in der Overtime 2-2. Die sind ins Penaltyschießen gegangen. Wie das jetzt ausgegangen ist, weiß ich nicht. Und Fischtau Penguins Bremerhaven gegen den ESV Kaufbeuren 4-2 stand es ebenfalls im dritten Drittel. Für uns geht es weiter im Jahr 2015 am 2.1. mit dem nächsten Hessen-Derby, mit, wie wir so gerne sagen, dem kleinen Hessen-Derby, beim EC Bad Nauheim, also auswärts. Und wir sehen uns alle spätestens wieder dann am Sonntag, den 4.1. Es geht Schlag auf Schlag weiter. 17 Uhr, bitte nicht vergessen, 17 Uhr. Unser Gast dann der SC Rissersee. Auch von meiner Seite Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommen Sie gut rein und wir sehen uns spätestens am 4. Schönen Segway back to Frankfurt. Happy New Year. Schönen Abend noch. Und tschüss.